Herzlich willkommen zurück zu Bücher über Berlin. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Angeklickt. Mensch, da baue ich schon so ein Ding auf, wie macht's gut, Nachbarn, oder so. Angeklickt. Schön, dass ihr uns angeklickt habt. Schön, dass ihr uns angeklickt habt. Geht's schon los? Eigentlich ja. Ja. Gut. Also uns geht's gut, wie ihr seht. Euch hoffentlich auch. Und Sascha hat uns ein Buch mitgebracht. Ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe erst überlegt, ob ich es vorstelle, weil ich anfangs nicht ganz so glücklich mit dem Buch war. Aber ich wurde versöhnt mit dem Buch, weil es ist doch sehr vergnüglich. Frank Schulz, Onno Fietz und der Irre vom Kiez. Das ist ein geiler Titel. Das ist kein Krimi im eigentlichen Sinne. Es ist ein sehr komisches Buch. Die Hamburger werden sich freuen, weil es spielt in Hamburg. Onno ist auch Noppe genannt, ist Mitte 50, hat schon alle Berufe in diesem Leben mal ausgeübt, die man sich nur vorstellen kann, ist in jedem gescheitert, ist jetzt erfolgloser Hartz-IV-Empfänger und hat eine neue Idee, wie er an Geld kommen kann, weil seine geliebte Frau hat bald Geburtstag. Das ist bestimmt legal, die Idee. Ja, ja. Ach, tatsächlich? Das ist legal. Ach, okay. Und er stellt diese Idee bei seinen Tischtennisfreunden vor. Einmal in der Woche treffen sie sich zum Tischtennis. Da ist zum einen der Rechtsanwalt, der auch diesen Bericht dann geschrieben hat. Das ist sein bester Freund. Das ist Christopher Dannewitz. Dann gibt es noch den schönen Raimund. Und es gibt noch Uli Fredemann, genannt EP. Das heißt Elefantenpeitsche, was immer das bedeuten soll. Auf jeden Fall, Onno hat die Idee, dass er Privatdetektiv wird. Und sein Kumpel, Rechtsanwalt, schanzt ihn auch schon den ersten Fall zu, nämlich der berühmte Popstar Nick Dolan, auch Dick Dolan genannt, im wirklichen Leben Harald Herbert Queckenborn, ist zusammen, hat eine Geliebte, und zwar Fiona Schulze-Pohle, alias Fiona Popo, eine Pornodarstellerin. Es gibt in Hamburg einen Live-Porno-Kanal, so ähnlich wie DSDS, wo dann die Leute, wo eine Jury sitzt und die Leistungen live bewertet. Krass. Und man muss sich erstmal ein bisschen reinlesen. So sprachlich ist es doch sehr hamburgerisch und viele Sachen habe ich erstmal so nicht so wirklich verstanden. Aber es ist völlig abgefahren und vergnüglich. Das Ganze beginnt mit der Beschreibung eines Videos, das im Netz steht. Das ist sozusagen das Ende des Buches, dass irgendein irrer, tätowierter Typ, aber voll tätowiert, eins von diesen Ausflugsschiffen entert und die beiden Mädels, warte mal, die stehen glaube ich auch hier, Dagmar und Ellen haben dieses Video dann mitgeschnitten. Ich glaube, Dagmar ist die Hauptvideoschneiderin. Das wird in so in 4 Portionen beschrieben. Und ja, Onno, den muss man einfach nur lieb haben. Das hat der Vorerfahrung als Detektiv? Nein, überhaupt nicht. Wie kommt er denn darauf, Detektiv zu werden? Es war einfach so eine Idee von ihm, wie er Geld verdienen kann. Ich glaube, er hat es im Fernsehen gesehen oder irgend sowas. Ich werde dann jetzt auch Astronaut. Hat dann in seinem altersschwachen Computer ein bisschen recherchiert. Und Onno hat auch eine Tauben- und Hühnerphobie. Und es ist so ein Typ, der so in sich ruht. Eins seiner Lieblingsworte sind immer so öff, öff. Was immer das bedeuten soll. Er beschließt Sätze oft mit einem öff, öff, hat sehr treue Augen. Das ist wohl das Schönste an ihm. Jedenfalls observiert er Fiona Popo im Auftrag von Dick Dolan und landet dann wirklich in einer abenteuerlichen Geschichte, die man sich so nicht vorstellen konnte. Doch. Es ist eine, okay. Es ist eine Komödie. Weil die Namen, das ist ja... Die Namen, die haben mich auch ein bisschen abgeschreckt. Ich bin nicht so ein Freund von so komischen Namen, aber im Laufe des Lesens machen sie einem dann doch irgendwie Spaß. Und warum wolltest du es jetzt erst verbannen, um es dann jetzt doch... Weil es mir dann doch gefallen hat. Ich habe mich immer mehr daran erfreut, an diesem Buch. Achso, du wolltest es beim Lesen quasi dann entsorgen, auf den ja, ersten Seiten. Ja, so die ersten Seiten dachte ich, oh nee, was ist das denn? Aber dann war das so extrem vergnüglich und völlig mal wieder skurril, so wie ich es liebe. Völlig verrückt, der landet dann auch auf Mallorca in einer Promi-Villa.
und lernt auch einen ganz bestimmten Menschen kennen, der ihn sehr schätzt. Und aber da rate ich jetzt nicht so viel, sonst wisst ihr zu viel und das macht keinen Spaß. Vielleicht ein Promi, wer weiß. Wer weiß. Auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen, gerade die Hamburger unter euch werden sich sehr freuen. Frank Schulz, Onno Fietz und der Irre vom Kiez. Viel Spaß damit. Viel Spaß.